Corona-Lage in Koblenz und der zahlreichen Objekte, die in diesem Bereich liegen, wie Altenheime, Krankenhaus und die Justizvollzugsanstalt, haben wir uns dazu entschieden, ein neues Projekt mal zu versuchen, was erstmalig in Koblenz angewendet wird. Wir versuchen diesmal, die Bombe einzuhausen. Die Container werden dann mit Wasser befüllt und in drei Reihen übereinander gestapelt, sodass es, falls es zu einer Detonation während der Entschärfung kommt, die Druckwelle und die Splitter nach oben weggehen und somit in einem Umkreis von maximal 500 Metern runterregnen und deswegen der Evakuierungsradius kürzer gewählt werden kann. Also die Planung sieht derzeit folgendermaßen aus. Die bauausführende Firma wird den Untergrund in der Baugrube so weit ebnen und mit einer Schotterschicht versehen, dass die Containerfirma rund um die Bombe diese Seekontainer stellt. Von den unteren beiden Reihen, die werden dann jeweils mit 24.000 Litern Wasser befüllt, sodass dann ordentlich Gewicht kommt. Und oben auf diese Reihe kommt nochmal zusätzlich eine Containerreihe drauf, sodass wir davon ausgehen, dass, falls es zur Detonation kommt, die Druckwelle von dieser Konstruktion größtenteils aufgefangen wird. Wir konnten durch diese Maßnahme die Justizvollzugsanstalt aus dem Evakuierungsradius rausnehmen, sowie ein Altersheim konnte rausgenommen werden und es werden nicht mehr 15.000 Personen evakuiert, wir reden jetzt nur noch von 5.000 Personen.